Die idyllische Eulachstadt mit den knapp 110'000 Einwohnern soll ein Dschihadisten-Fan gemeint sein? Ja, sagt der Kriegsreporter Kurt Pilda. 63 Schweizer sind bis jetzt in die Dschihad gereist, 4 davon allein aus Winterthur. Für den Kurt Pilda ist klar, es werden noch viel mehr aus der Eulachstadt folgen. Ja, es sind mindestens noch 2-3 weitere, die sich das überlegen, den Schritt nach Syrien zu gehen. Und weil ich ja nicht ganz Winterthur abdecken kann, muss ich davon ausgehen, dass das wirklich nur die Spitze des Eisbergs ist. Die grosse Problematik sieht aber, wie der Kurt Pilda auch gegenüber dem SRF sagt, dass sich die Behörden vor einem Problem verschliessen. Erst gerade noch im März hat der zuständige Stadtrat Stefan Fritschi gegenüber Teletop gesagt, die Stadt müsse alles unternehmen, damit so etwas nicht mehr passiert. Jetzt, 3 Monate später, wird die Stadt keine Auskunft mehr geben. Für den Kurt Pilda keine Überraschung. Nein, das ist eben typisches Beamtentum. Man macht erst, wenn etwas Schlimmes passiert ist. Und bis dahin sagt man im Brustton von der Überzeugung, wir wissen nichts, wir haben keine Informationen. Und das stimmt, ich hätte auch keine Informationen, wenn ich mich nicht darum kümmern würde. Und ich frage mich halt, was die Leute in ihren Büros machen. Sie sollen doch mal auf Wülflingen gehen und ins Dösquartier und ein bisschen schauen und ein bisschen reden mit den jungen Leuten. Und dann wird man sehr schnell auf Spuren kommen und wird auch relativ schockiert sein. Von Seite der Berufsschule zu Winterthur heisst es, man mache genug, um die Jugendlichen zu integrieren und mit den sozialen Umgangsformen vertraut zu machen. Aber wieso rekrutiert der IS genau aus Winterthur? Das hat sehr viel mit der Bevölkerungsdurchmischung zu tun und auch mit der Nähe zu Deutschland. Das sind verschiedene Faktoren. Aber es hat halt eine starke albanischsprachige Minderheit, vor allem aus Kosovo und Mazedonien und der albanisch sprechenden Gebiete in Serbien und Montenegro. Und die sind eine ganz wichtige Rekrutierungsbasis für Terroristen in Syrien. Da gibt es auch eigene Videos, die sich an diese Sprachgemeinschaften richten. Und weil die so stark in Winterthur vertreten sind, ist Winterthur, oder das ist einer der Gründe, warum Winterthur so ein Hotspot ist. Für den Kriegsreporter Kurt Pilda ist also klar, die Stadt Winterthur und die Schulen müssen aktiv werden. Jetzt ist es höchste Zeit, die Jungen aufzufangen, damit kein einziger mehr in die Dschihad zieht.